Willkommen zurück zu Ark to the Max. Vielen, vielen Dank für eure großartige Unterstützung. Ich nehme heute deutlich früher auf als sonst, weshalb ich noch nicht die 500 Likes sehe, die ihr Leichtigkeit wieder erreicht habt. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind gerade bei 393 Likes. Wir sind aber auch 4 Stunden, bevor ich normalerweise aufnehme. Das heißt, ich habe auch was vor, und zwar möchte ich ganz gerne die ein paar Folgen auf Vorrat aufnehmen, weil da gibt es ein paar Tiere, die ich auf jeden Fall noch machen möchte. Man sieht sie vielleicht schon. Da gibt es allerdings auch ein kleines Problem. Dazu komme ich gleich. Ich habe die Alpha Rex natürlich wieder eingetragen. Und ich bitte euch darum, dieses Mal möchte ich die 300 Like-Marke sehen. Schaffen wir das? Natürlich, ihr schafft das. Weil es ist eine großartige Community und ich weiß nicht, ich habe irgendwie ein Problem damit zu sagen, ich liebe euch. Weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie merkwürdig, aber ich bin ziemlich froh, dass ich euch zur Community habe. Und ja, ich weiß, viele denken immer noch, dass es ich habe im Kopf noch dieses Gameplay, Let's Play und so, und viele wollen nicht, dass ich am Anfang zu viel rede. Ich bemühe mich, das Ganze kürzer zu halten. Und gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen rauf. Und ich zeige euch jetzt das Problem mit einem Tier, das ich unbedingt gerne machen wollte, was auch sich oft gewünscht worden ist. Und zwar der Indominus. Der, wie man sieht, sieht nicht sehr gesund aus. Ich kann auch so viel spawnen, wie ich möchte. Das Problem an dem ist der Fuß. der Fuß ist da gebrochen. Ich weiß nicht, was damit kaputt ist. Der funktioniert auch nicht. Und es ist auch egal, wie viele von denen ich spawne. Die sehen immer gleich aus. Immer dieses komisch Grüne. Da wir sind im Trailer weiß. Ich habe in die Datei rauf und runter eingestellt und zurückgestellt und wieder gelöscht und neu versucht und gegoogelt. Ich habe die Lösung nicht gefunden. Wenn ihr sie wisst, ab damit unten in die Kommentare. Ich bin darauf angewiesen, wenn ihr den Indominus sehen möchtet. Weil ich zeige euch kurz, was einfach nicht funktioniert. Sieht ja nach normaler Geschwindigkeit aus, ne? Aber wenn ich sprinte. Mein Fuß tut so weh, bitte! Auf damit, okay. Und ich kann auch nicht töten. Nein, ohne Witz. Er kann keinen Schaden bekommen. Ich kann hier auf Kill Dino gehen, draufklicken, wie ich möchte. Er stirbt einfach ums Verrecken nicht. Und das ist irgendwie das Blöde. Ich kann mal einen spawnen. Der macht nämlich auch gar keinen Schaden. Und ich weiß nicht warum. Ist das der hier? Ja. Ja. Greift mal an, Leute. Wie ihr seht, seht ihr einfach gar nichts. Keins der Tiere ist im Gottmodus oder ähnliches. Aber keins der Tiere kriegt Schaden. Klar, ich kann den jetzt einfach force tamen und die Sache ist halt erledigt, aber die sind verkrüppelt und kaputt und funktionieren nicht. Das finde ich doof. Darum, wenn ihr die Lösung wisst, also wenn ihr sie wirkt. Wenn ihr die Lösung wisst, weil ihr sie auf dem Server laufen habt oder sowas, schreibt es mir gerne bitte in die Kommentare. Ich bin wirklich auf eure Hilfe jetzt angewiesen, das Tier zum Laufen zu bekommen. Und das meine ich wortwörtlich. Ja, also. Indominus Rex möchte nicht. Ich wollte ihn eigentlich ganz gerne machen. Er wurde sich oft gewünscht. Auch oft gewünscht wurde sich der Dire Wolf. Der Dire Wolf, ich hatte da schon einen stehen. Wo ist der? Naja. Ich hatte schon einen bereitstehen. Irgendwie ist er verschwunden. Ich weiß auch nicht ganz warum. Naja, niemand hat einen. Ich sehe ihn. Okay. Der Dire Wolf hat einen Movement Speed standardmäßig von 130 und kriegt plus 3,3 pro Level Up dazu. Und im Maximum, ja genau, bounce einfach auf den rum und flieg weg, weil das hilft uns ziemlich sehr. Hat einen Max Speed von 334%. Viele wollten natürlich sehen, was er drauf hat und ich natürlich auch. Aber man weiß ja, das Beste kommt zum Schluss, beziehungsweise nicht sofort zum Anfang. Ich bin angewiesen auf meinen Timer. Hier ist das Mikrofon ein bisschen ausgestellt, in der Hoffnung ein bisschen kräftiger so zu Wort zu kommen. So, oh Gott, ich muss das Ding bald wieder aufladen. Ja, gut. Kurz ausrichten, damit ich das gut sehe, weil ich muss hier die Beine am Start- und Endpunkt sehen, wann ich dann den Timer starte. Ich würde sagen, los geht's! Ja, er ist trotz hoher Laufgeschwindigkeit eigentlich gar nicht so schnell. Er ist bei 8 Sekunden 57, was nun wirklich nicht beeindruckend ist. Sorry, aber er ist wirklich nicht so schnell. Ich muss mal diese blöden Vögelchen hier loswerden, nicht, dass die jetzt hier noch verschieben. Geh mal bitte weg, danke. Krieg ich den da noch?
Ja, verschieb mir den einfach. Okay, ich glaube, der war ungefähr hier, ne? Wir sind wieder an der Startbahn. Ich habe den Dire Wolf noch einmal kurz für mich kurz springen lassen, um das Schild wieder besser hinstellen zu müssen. Und ich zeige euch auch gleich mal, was ich mir einfallen lassen habe, damit das Schild auch da stand. Habt ihr gesehen? Es wollte ja... Nee, habt ihr es gesehen? Keine Ahnung. Es wollte nicht stehen. Und Chili ist bereits drin, ne? Mein Timer ist auch schon bereit und ich würde sagen, los. Sieben Sekunden, 88 Hundertstel. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung und wir bleiben voll am toten Rex hängen. Geil! So, guck mal, was ich gemacht habe. Ja, das ging einfach ein bisschen schief drauf. Naja, egal. Hauptsache, wir haben den Direwolf da markiert, weil ein Schild konnte ich nicht hinstellen. Und mit ja, 7 Sekunden 88 haben wir auf jeden Fall wieder uns ein bisschen verbessert. Und der nächste Direwolf, Entschuldigung, der nächste Direwolf wird dann aber mit dem Battle-Total laufen. Und das ist genau jetzt. Tja, ihr habt euch gedacht, ich habe gerade mal eben einen Satz verhauen, indem ich ihn nicht ordentlich zu Ende gebracht habe. Indem er so klang, als würde noch was kommen. Aber ich habe trotz Cut es noch hinbekommen. Na, keine Ahnung. Gut, Battle Tatar ist gefuttert und Timer steht auch schon bereit. Los geht's. Ja, das waren 7 Sekunden und 45 Hundertstel. Damit erreicht er eine Geschwindigkeit, die dem Procoptodon ähnlich kommt. Rein zufälligerweise steht da auch schon eins, aber jetzt nicht mehr. Gut, die Wölfe brauchen wir nicht mehr, denn das war es tatsächlich schon für heute. Die drei Tests sind durch und ja, ich bin gerade aber am Überlegen, ob sich das noch so sehr lohnt, die Geschwindigkeitstests mit Focal Chicken so zu machen, weil mittlerweile kristallisiert sich ja tatsächlich ein Muster raus, dass die Tiere, ja, bis zu 50 Hundertstel so ein bisschen schneller werden, bis hin zu einer Sekunde, je nachdem, wie hoch dann die Grundgeschwindigkeit ist. Bei Tieren, die so schnell sind wie der Wolf, merkt man das ganz deutlich, dass sich das dann halt so verändert. Ja, gut. Ich bedanke mich... Entschuldigung. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über das Däumchen nach oben. Vergiss nicht... Warte, ich hab vergessen. 300 habe ich gesagt, ne? Mach mal 300 Likes für diese Folge. Abonniert den Kanal. Das ist die beste Form der Unterstützung, die ihr mir und dem Kanal geben könnt. Und ja, ich möchte das ganz gerne, weil ich möchte ganz gerne, dass mein Kanal wächst und mehr Reichweite erfährt. Denn das wäre richtig cool. Und eben, ihr seid dafür am wichtigsten, weil ohne euch geht das nicht. Das sollte euch immer klar sein. Ihr seid nicht der YouTuber, ist derjenige, der den YouTube-Kanal erfolgreich macht. Das seid ihr. Ihr seid immer ihr. Und ich weiß, es wirkt ein bisschen seltsam, weil man hat natürlich nie das Gefühl, mit all den anderen zusammen zu sein, als eine Gemeinschaft, als eine Community, sondern weil man ja eben nur das eigene Leben nur als sich selbst sieht und nicht als jedes anderen. Aber dennoch sitze ich hier und spiele und es sind immerhin im Moment locker bis zu 3000 Menschen, die das eben mitbekommen. Was eben nur als Zahl aussieht, sind eben tatsächlich hinter jeder Zahl, ist jede Zahl, ist nicht nur ein Mensch, es ist auch noch eine Geschichte dahinter, die ich mir vielleicht nicht vorstellen könnte. Es sind Probleme, es sind Liebschaften, es ist Hass, es ist Neid, es ist Freude, es ist Spaß, es sind Geburtstage, es sind, ja, es ist krass, ganz schön krass viel, wenn man drüber nachdenkt, dass jede Zahl ein Mensch ist oder vielleicht sogar einer mehr, weil natürlich auch mal Leute dahinter schauen, also mit Freunden schauen oder so und das ist einfach immer beeindruckend, auch wenn man denkt, ach, der hat 100.000 Aufrufe und du nur 3.000. Es sind 3.000 Menschen und es werden immer mehr. Und das ist einfach... Ne? Ist schon gewaltig. Und ich bedanke mich, dass ihr... Weil es ist ja nichts Selbstverständliches für mich. Vielen Dank, dass ihr euch die Videos anschaut, weil... Ich muss mich dafür bedanken, weil ich habe gelesen, es haben sich Leute bedankt bei mir, dass ich Videos mache. Und ich fand das so seltsam, weil ich mich dafür bedanken muss, dass... ihr euch die Videos anschaut und liked und kommentiert. Und wow. Und es bleibt hängen. Dankeschön für den Autosave. Du bringst mich gerade vor das Wort. Ja. Gut, ich glaube, es fällt mir sowas irgendwie sehr schwer, in wirklichen Worte zu fassen. Deswegen ich jetzt auch zum Ende kommen. Also noch einmal, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.